Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge FIFA 16 Ultimate Team. Und zwar spielen wir heute mal endlich wieder ein Footdraft. Es ist echt ewig lange her, denn ich bin leider nicht auf meinen Account mehr raufgekommen, habe mir jetzt mittlerweile einen neuen Account gemacht, nach ewig langer Diskussion mit EA. Und ja, wir können endlich wieder Footdraft spielen. Ich bin echt gespannt und ich habe mir heute eine Challenge ausgedacht. Die habt ihr wahrscheinlich so gut wie noch nie gesehen. Ich habe sie jetzt gerade im amerikanischen oder im englischen Bereich gesehen. Und zwar The Lowest Rated Footdraft. Da hat einer einen 96er Footdraft geschafft. Und das wollen wir einfach versuchen zu unterbieten. Wir wollen hier mal was komplett anderes machen. Nicht immer das beste Footdraft hier, das beste Footdraft da. Sondern wir versuchen uns einfach mal an dem allerschlechtesten Footdraft. Und ich hoffe einfach mal, dass wir hier einigermaßen was hinkriegen. Bevor wir allerdings damit beginnen, checkt auf jeden Fall einmal mein Instagram und mein Twitter aus. Das Ganze findet ihr in der zweiten Zeile der Videobeschreibung. Denn da sollte es, sobald wir die 10k erreicht haben, ich weiß jetzt nicht, ob das mittlerweile schon der Fall ist, aber sobald wir das Ganze erreicht haben sollten, sollten auf beiden Plattformen ein Bild bzw. ein Tweet rausgehauen worden sein, wo ihr Fragen unterstellen könnt für ein FAQ zu den 10.000 Abonnenten. Also checkt auf jeden Fall mal vorbei, falls ihr mir schon immer mal eine Frage stellen wolltet. Und dann könnt ihr direkt mal auf Twitter followen und auf Instagram auch ein Abo dalassen. Ich weiß gar nicht, wie es auf Instagram heißt. Dann beginnen wir jetzt aber auch mit dem Footdraft. Ich hoffe mal, dass wir hier ein richtig, richtig niedriges Footdraft rausbekommen. Die Formationen sehen schon mal, ich weiß gar nicht, was für Formationen wir hier brauchen, ob wir jetzt hier eine super Formation brauchen, am besten so viel links wie möglich wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich das effektivste und da sieht für mich das hier ganz gut aus, ich denke mal, wir nehmen diese Formation hier und versuchen dann wirklich unter einem 96 Rated Footdraft zu kommen. Unser Kapitän für dieses Footdraft wird schon mal einmal der schlechteste, wir nehmen eigentlich immer den schlechtesten mit, außer natürlich, es passt von der Chemie besser, wenn wir dann einen besseren Spieler mitnehmen, die werden mir jetzt erstmal noch erklären, wie Footdraft funktioniert, aber das brauche ich nicht zu wissen und hier hätte ich natürlich einen Traumspieler. Aguero, ich finde den Spieler so geil, aber den müssen wir leider liegen lassen, dafür nehmen wir Coutinho mit. Dann geht es direkt weiter auf der nächsten Stürmerposition und wir kriegen einfach krasse Karten. Wir hätten uns so ein geiles Footdraft bauen können. Normal müssten wir jetzt Laudrup mitnehmen, allerdings gibt er zu jedem Chemie, deswegen nehme ich Ibrahimovic mit. Rechter Mittelfeldspieler und wir bekommen, Alter, Footdraft ist ja richtig overpowered, da kriegt man jetzt ja so krasse Karten. Und ich nehme einfach mal lieber Serie A mit, weil ich glaube, dass wir eher nochmal Barclays Premier League mit Shaqiri kriegen, als dass wir Serie A nochmal kriegen. Weiter geht's mit dem ersten zentralen Mittelfeldspieler und das sieht doch mal gut aus. Man freut sich jetzt langsam mal über so einen Non-Rare-Draft, aber ich nehme natürlich hier Barclays Premier League mit. Wir haben gerade eben Shaqiri nicht mitgenommen, wir werden sowieso die Position noch einmal komplett durchändern, deswegen nehme ich einfach erstmal sowieso den schlechtesten mit, außer natürlich, das wird da irgendwie eine Legende und oh mein Gott, wir kriegen so geile Karten, das kann doch nicht angehen. Mein Gott, da hätte ich so geile Karten mitnehmen wollen. Mitnehmen wollen, gutes Deutsch. Jetzt geht es ran an die Verteidigung und da kriegen wir ebenfalls weiter geile Karten. Wir nehmen Olsson einfach mal mit und dann hoffen wir mal, dass es noch niedriger wird als ein 80er Rating. Marc Bartra und der letzte Innenverteidiger, der wird dann nochmal ein 80er und zwar Koulibaly. Dann geht es weiter auf der Torwartposition und vielleicht da nochmal das Schlechteste vom Schlechtesten und das kriegen wir ja sogar fast. Und der hier, der ist doch von der Liga unglaublich geil. Die brasilianische Liga, was gibt es Besseres? Da hat es gerade einfach mal an der Tür geklingelt und ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wo ich stehen geblieben bin. Aber ich denke mal, dass ich hier schon ganz gut rotiert habe. Jetzt müssen wir nur noch weiter ins Negative kommen. Ich fange jetzt einfach mal an auf der Auswechselbank. Vielleicht kriegen wir da direkt mal einen Keeper, der eine Liga hat, die wir auf jeden Fall gut gebrauchen können. Natürlich steht in erster Linie die Chemie. Wir nehmen hier den 80er Keeper mit und stellen den einfach mal für Coutinho hier rein. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Wir sind schon mal auf einem 100er Draft. Weiter geht es auf der Auswechselbank und wir nehmen mal wieder den schlechtesten mit. Das wäre Rami. Und dann schauen wir mal. Oh, es gibt einfach so viele Man of the Match Karten oder was auch immer das für Karten sind. Ich habe so lange kein Footdraft mehr gespielt. Ich weiß nicht mal, was für Karten das sind. Das sind aber, glaube ich, Man of the Match Karten. Oder was sind das für Karten? Ich habe jetzt nachgeschaut. Ich weiß jetzt, was diese blau-roten Karten sind. Man ist echt mega, mega draußen, wenn man die ganze Zeit kein Footdraft mehr spielt oder Ultimate Team, weil ich war ja jetzt wirklich für 3-4 Monate gesperrt. Und das sind einfach International Heroes. Also, das bedeutet irgendwas mit der EM oder sonst was. EM, Copa America, irgendwelche Spieler, die da richtig, richtig rasiert haben. Und wir nehmen einfach mal Ligen mit.
die wir nicht so oft kriegen. Ich denke mal, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Vargas, richtig geil bei der Copa America gespielt. Das kann ich nur sagen, richtig, richtig geiler Spieler. Aber nehmen wir Vargas da wirklich mit? Ich glaube, wir nehmen eher Milito mit. Das ist besser. Weiter mit dem nächsten Spieler. Und ja, wir kriegen noch einen silbernen Spieler. Und da haben wir alles 74er. Welche Liga gefällt mir denn am besten? Ich glaube, mir gefällt die Liga Ban-MX, wird die so ausgesprochen. Ich habe gar keine Ahnung von den Ligen in Südamerika. Aber wir nehmen den einfach mal mit. Ich hoffe mal, dass der von der Chemie her uns richtig nach unten pusht. Jetzt kommen noch die letzten Spieler auf der Reservebank dran. Und da hoffe ich nochmal, kriegen wir das Schlechteste vom Schlechtesten. Martinez wird erstmal mitgenommen. Dann geht es weiter mit... wen nehmen wir dann? Wir nehmen einfach mal Mandy mit. Ich weiß zwar nicht, ob der uns irgendwas bringt oder nicht. Oh, wir kriegen nochmal einen International Hero mit. Aber den wollen wir auch nicht. Wir wollen hier Boetius. Wird ja so ausgesprochen. Leute, ihr wisst das meistens besser als ich. Deswegen schreibt es mir einfach in die Kommentare. Vielleicht kann ich mir das merken. Hier nehmen wir den Lustig mit. Und dann geht es weiter mit der letzten Position. Und hier kriegen wir nochmal einen 77er Hector. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und dann heißt es jetzt natürlich noch... Nein, EA, wir wollen die Chemie nicht so hoch wie möglich kriegen. Wir wollen die Chemie jetzt auf unter... Wir wollen den Footdraft erreichen, was unter 96 ist. Und wir haben jetzt einen 98er Footdraft. Und dann können wir uns echt hier als Weltmeister krönen. Ich habe bis jetzt noch kein Footdraft gesehen, was unter 96 war. Okay, ich glaube, wir haben jetzt wirklich das Unmögliche geschafft. Ich glaube, es gab noch nie ein schlechteres Footdraft als unser hier. Alle Spieler sind auf einer 1er Chemie. Das bedeutet, wir haben insgesamt nur eine 11er Chemie, weil jeder Spieler nur eine 1er Chemie hat. Und einen 81er Rating, was einfach unglaublich schlecht ist. Ich versuche jetzt nochmal ein Tickchen weiter runterzukommen. Okay, nach langem Hin und Her konnte ich uns jetzt noch richtig weit nach unten hauen. Wir haben jetzt einen Footdraft erreicht von 90. Also nicht 190 oder sonst was. Wir haben einen 90er Footdraft erreicht, was, glaube ich, wirklich das niedrigste Footdraft ist, was es jemals überhaupt gab auf YouTube. Ich bin mir da echt nicht sicher. Schreibt es mir auf jeden Fall rein, falls ihr irgendwo nochmal ein niedrigeres Footdraft bekommen habt. Aber, oder beziehungsweise gesehen habt auf YouTube. Aber bisher war das niedrigste, was ich gesehen habe, ein 96er. Und wir haben das einfach nochmal um 6 Ratingpunkte untertroffen. Außer natürlich unser Manager macht uns jetzt einen Strich durch die Rechnung. 13er Chemie, 12er Chemie. Dann bleiben wir auf der 12er Chemie. Ein 91er Footdraft. Und vielleicht kann ich den Spieler nochmal rausnehmen, der uns hier unsere Chemie um einen nach oben pusht. Okay, damit heißt es jetzt auch au revoir für den Spieler, der uns unsere Chemie nochmal um einen nach oben gepusht hat. Wir haben jetzt wirklich einen 90er Footdraft erreicht. Ihr seht das hier. 79 plus 11 ergibt 90. Unser Torwart hat uns da gerade eben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt mit diesem Footdraft einen Gegner finden, der vielleicht ein angemessenes Footdraft für uns hat. Auf jeden Fall haben wir, denke ich mal, wirklich das weltweit niedrigste Footdraft erreicht. Unser Gegner scheint gefunden zu sein und er wird jetzt, glaube ich, gerade vor Lachen vom Stuhl fallen, wenn man hier sich sein Footdraft anguckt. 191, alles bekannte Spieler, bei mir sind die Randoms des Jahres mit in der Mannschaft drin. Neymar, Griezmann, Griezmann und Messi, die Sturmspitze. Dann haben wir noch Ronaldo, Modric, Iniesta, Bale, Godin. Was ist das für eine Mannschaft? Das ist die Ultra-Zerstörer-Mannschaft. Ich bin echt froh, wenn wir hier in dieser Partie ein einziges Tor schießen können. Und das Spiel geht jetzt los. Schön gemacht von Hector. Der schickt hier mal Marc Bartra. Und der geht direkt mal in Zweikampfduell mit Bale. Und der ist im Abseits. Schade. Oh mein Gott. Und da haben wir den Gegner mit seinem ersten Torschuss, 8. Minute, 1:0 für ihn. Durch einen super Finesse von Neymar, der da super ins Eck klatscht. Und wir haben ja nicht mal einen Torwart im Tor, das ist ja das Problem. Deswegen können wir eigentlich davon ausgehen, dass jeder Torschuss wirklich ein Treffer wird. Schön erobert, jetzt der Ball nach außen raus und da haben wir Ramirez und der ist zu lang. Mein Gott, die können nicht mal Pässe schlagen. In so einer Situation den Ball zu verlieren und dann kommt Messi auch noch durch. Messi geht da durch, Messi geht am nächsten vorbei und es gibt den Elfmeter. Mein Gott, die Grätsche war nicht unbedingt die schlauste. Komm, dafür halten wir den jetzt. Was macht der Gegner? Der haut den in die Mitte. Ich wollte zuerst dahin springen. Schön gemacht. Jetzt kam Eni mal mit einer guten Flanke. Die kommt auch richtig gut. Und der Ball muss einfach reingehen, Junge. Der muss einfach reingehen. Bartra bleibt noch drin und es gibt Freistoß für ihn. Manometer. Was ist denn das, Schiri? Den haben wir. Und Hector macht den jetzt rein. Ey. Wir sind vom Pech verfolgt. Wir hätten schon längst mindestens hier unentschieden spielen können. Er hätte die Führung nicht mal unbedingt verdient gehabt.
Ach du Scheiße. Das war mal richtig stark gespielt. Und jetzt haben wir hier Platz. Wir haben hier richtig viel Platz, um in die Mitte zu gehen. Macht die Ballrolle stark gemacht. Und jetzt muss es das 1:0. Das 1:0, sage ich schon. Das 2:1 langsamer werden. Aber die Verteidiger sind in der Chancenverwertung. Mein Gott. Wehe, wehe. Ey, es kann doch nicht sein. Meine Verteidiger gewinnen nicht mehr das Kopfballduell gegen Messi. Schön gemacht jetzt mal. Schön gemacht. Und jetzt Hector, mach doch mal das... den Anschlusstreffer. Schön gemacht, Hector. 3:1. Und das noch vor der Halbzeit. Vielleicht kommen wir nochmal zurück. Aber ich bin echt nicht unbedingt guter Dinge, weil es irgendwie von der Chancenverwertung bisher grausam ist. Ey, nee. Und wenn ich sowas sehe, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr an FIFA. Der läuft nicht mal zum Tor und haut den da so rein. Natürlich kriegt er den Ball wieder, was auch sonst. Nein, natürlich ist er nicht drin und natürlich gibst du ihm den Ball zurück in die Arme. Mach nächstes Mal noch eine Schleife dran. Okay, Leute, das Spiel ist vorbei. Der Gegner gewinnt 5:1 gegen uns. Und das nicht mal so höchst verdient, sag ich ganz ehrlich. Ich weiß, dass der Gegner mehr Torschüsse hat wahrscheinlich als wir, aber ich finde trotzdem nicht, dass der Gegner das 5:1 dominiert hat gegen uns. Na gut, so viele Torschüsse mehr hat er nicht mal. Aber es ging einfach alle rein. Ihr habt gesehen, was für Schüsse reingegangen, ging mit Bale da aus, ich weiß nicht, was war das? 30 Meter ungefähr? Ich schätze es mal jetzt so, wie ich das im Kopf habe. Aber wir waren sogar, wir waren trotz unserer Chemie von 11, waren wir einfach die Mannschaft, die das Spiel... mit der Passgenauigkeit und so dominiert hat. Wir haben mehr Ballbesitz, wir haben eigentlich alles mehr gehabt als die Gegner. Und trotzdem gewinnt der 5:1 gegen uns. Einfach, ihr habt auch gesehen, glaube ich, dass ich manchmal Torchancen hatte. Die wird jemand reinmachen, der noch nie Fußball gespielt hat. Und trotzdem hat das nicht so ganz geklappt. Na gut, wir haben eine 11er Chemie. Dann sieht man wenigstens wieder, dass es vielleicht ein bisschen doch auf Chemie ankommt. Auch wenn wir bessere Passgenauigkeit hatten als der Gegner. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch mal wieder gefallen hat, dass wir mal wieder FIFA 16 Ultimate Team gespielt haben. Wir sind jetzt leider direkt in der ersten Runde rausgeflogen. Aber was soll's. Ich wollte eigentlich nur Spaß mit dem Team haben. Einfach ein geiles, niedriges Team zusammenbauen. Und wir werden auch wieder irgendwann Teams bauen, die den Gegner dann zerstören. Also wir müssen... Ich bin jetzt auch nicht so darauf aus, dass ich immer solche Zerstörerteams baue. Wir hätten das Spiel jetzt gerade eben genauso gut auch unentschieden spielen können, meiner Meinung nach. Der Gegner hatte ein bisschen Glück auf seiner Seite, ganz einfach. Und ich hoffe einfach mal, dass euch dieses Footdraft hier gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Checkt auf jeden Fall Instagram und Twitter aus. Die Links dazu sind direkt oben in der Beschreibung. Und dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.